So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Talkrunde hier. Nach langer Zeit, nach langer Abwesenheit, klicke ich mich mal im Hintergrund durch, was überhaupt das Thema sein soll. Ihr könnt es natürlich schon unten im Titel lesen. Weiße Weihnacht, das ist doch ein schönes Thema und auch ein aktueller Anlass. Ich kann euch sagen, wann ich das hier gerade aufnehme. Und zwar ist es der 16.12.2018, also genau heute, an dem das Video hochgeladen wird. Und es hat geschneit. Ja, es ist ein bisschen weiß im Ruhrgebiet, was mich persönlich sehr freut. Ich mag Schnee, es ist Sonntag, ich muss auch nicht zur Arbeit und irgendwas freischaufeln, also finde ich es echt geil. Und es kommt meinem persönlichen Wunsch einer weißen Weihnacht extrem nah. Ich meine, wir sind circa eine Woche entfernt von Heiligabend. Ob es bis dahin nochmal schneit, ob es bis dahin überhaupt weiß bleibt, weiß wird im Ruhrgebiet, ich bezweifle es wirklich sehr stark. Also da mache ich mir keine Hoffnung. Es wäre einfach schön, es wäre mein Wunsch, es wäre wirklich toll. Und ich kann euch auch sagen, warum ich das schön fände. Deshalb folgende Gründe. Zum einen geht die Atmosphäre, diese Winter-Weihnachtsatmosphäre, einfach nur mit Schnee vernünftig auf, meiner Meinung nach. Du hast überall die Lichterketten, diese schöne Beleuchtung, diesen schönen Schmuck. Aber ohne Schnee ist es dennoch einfach trist. Es wirkt trist, es wirkt total, es wirkt quasi overdressed. Wenn du overdressed bist auf einer Casual-Veranstaltung, so ist das ungefähr zu Weihnachten im Ruhrgebiet. Ja, als Kind persönlich habe ich jährlich weiße Weihnachten erlebt. Wir waren nämlich oft in Österreich im Urlaub. Ja, und da schneit es halt nun mal häufiger als hier im Ruhrgebiet. Und ja, es war traumhaft schön. Es war wirklich allein die Landschaft mit Schnee bedeckt. Das war unvergleichlich. Also sowas wünschst du dir auch als Kind persönlich. So, ja, ab raus in den Schnee und ein bisschen rumspielen, Schneebälle werfen, dies und das, jenes, Schlitten fahren. Im Ruhrgebiet fährst du mit dem Schlitten über den Asphalt. Da ist nichts mit Schlittenfahren großartig. Klar, es schneit hier auch hin und wieder mal. Aber ich glaube, die Zeiten, wo wirklich großes Schneetreiben hier war, die sind vorbei. Das letzte Mal richtig krassen Schnee, also wirklich krassen Schnee hier im Ruhrgebiet, da wo ich wohne, puh, das ist schon, das ist bestimmt schon, das kann 10 Jahre her sein, ehrlich gesagt. 8 bis 10 Jahre müsste das her sein. Ja, das ist, also zumindest so, wie ich mich erinnere, aber ja. Also, die Atmosphäre halten wir fest und natürlich die Kindheitserinnerung, dass weiße Weihnachten einfach traumhaft schön sind. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder hier mittlerweile, oder ob die Kinder weiße Weihnachten überhaupt kennen. Also, außer aus Filmen, aus Disney-Filmen oder sonstigen Filmen, bin ich mir gar nicht sicher, ob die Kinder großartig, die nicht in Urlaub fahren, hier schon mal weiße Weihnachten erlebt haben. Es wäre schade, wenn nicht. Ich weiß gar nicht, wie die das nennen. Graue Weihnacht wegen Asphalt und so und Stein. Aber man muss ja auch mal festhalten, hier im Ruhrgebiet, weiße Weihnacht ist oder kann auch sehr schnell nicht geil sein, denn während in Österreich wirklich alles weiß war, kann es hier auch dazu kommen, dass der Schnee vielleicht auch mal an einigen Stellen gelb wird oder braun wird. Es ist definitiv manchmal kein schöner Anblick, auch wenn ich es mir sehr wünsche, dass es weiß wird. Das Problem, was einige Leute damit haben, kann ich auch verstehen. Ich meine, die ganzen Räumungsdienste, die müssen ja raus, die Straßen frei machen und streuen und manche Leute müssen Schnee schippen und vielleicht müssen auch einige zur Arbeit und das ist nicht ganz so geil, wenn die dann mit dem Schneetreiben zu kämpfen haben. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, na, also ich hasse den Winter, ich mag es ja lieber warm. Jo, dann fahr doch im Winter in den Urlaub. Oder du hast halt bald gar keine Probleme mehr durch die globale Erwärmung. Herzlichen Glückwunsch. So, ich persönlich mag es je nach Jahreszeit. Ich mag es ja auch nicht, wenn der Sommer arschkalt ist. Genauso wenig mag ich es, wenn der Winter knallwarm ist, ne? Ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass es im Frühling nochmal schneit oder so. Wie gesagt, je nach Jahreszeit bin ich da eher der Freund pro Jahreszeit. Und für mich gehört Schnee einfach in den Winter und es wäre schön. Es bleibt auch aktuell gar nicht liegen hier, ne? Der heutige Schnee, der ist ja schon wieder, kannst ja schon wieder komplett knicken. Der ist in einer oder 2 Stunden ist der wahrscheinlich wieder weg. So, aber wie gesagt, die Leute, die nur rummeckern, ach, mir ist es viel zu kalt im Winter. Jetzt mal ganz im Ernst, es ist der Winter. So, auf jeden Fall ist mir eure Meinung auch sehr wichtig. Haut das einfach in die Kommentare. Wie sieht's bei euch aus mit weißen Weihnachten? Habt ihr da Bock drauf? Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr es noch nie erlebt? Wünscht ihr euch das? Und abschließend an dieser Stelle, ich meine, es ist ja eigentlich ein schönes Thema. Es ist ja wirklich ein sehr schönes Thema, ein sehr stimmiges Thema, gemütlich zum Jahresabschluss. Einfach nochmal, ja, es ist dieses Abschalten,
an nichts denken, die Feiertage genießen, mit Familie, mit Freunden. Und genau aus diesem Grund möchte ich jemanden grüßen, den ich total schätzen gelernt habe dieses Jahr. Liebe Grüße gehen raus an Laura, eine unfassbar süße und liebevolle Frau. Es macht immer so viel Spaß, von dir zu hören, und ich hoffe, es geht dir super über die Feiertage, und ich hoffe, auch du wünschst dir weiße Weihnachten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dich kennenlernen durfte, und ich hoffe, das bleibt auch noch viele, viele Jahre so. Danke dafür, und dir wünsche ich auch sehr schöne Feiertage. Wie euch allen, schöne Feiertage, ein frohes Fest. Eigentlich wollte ich dieses Video schon vor zwei Wochen aufnehmen, beziehungsweise diese Audio, das Video ist ja eher, ist nicht aufwendig, aber ganz ehrlich, ich habe einfach nicht so die Lust, aufwendige Videos gerade zu machen. Ich will einfach nur so ein bisschen quaken, ein bisschen quatschen, einfach nur, damit Leute auch nebenbei was anderes machen können und einfach nur zuhören brauchen. Ne, das ist ja auch, kann ja auch mal ganz schön sein. Und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an die liebe Laura. Nein, nicht Lisa, es ist Laura. Bis zum nächsten Video. Tschüss.